So ihr Lieben, bevor das Video losgeht, möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar, ihr werdet es gleich schon hören. Während des Rock am Ring Festivals war ich super heiser. Das lag natürlich an meiner eigenen Dummheit, denn ich habe die Band Pennywise am ersten Abend direkt zu sehr genossen. Aber naja, Heiserkeit und Festival passt auch irgendwie zusammen. Und wir haben die Interviews super viel Spaß gemacht. Das wollte ich nochmal sagen, es war einfach nur ein Träumchen. Und falls ihr genauso viel Spaß beim Zuschauen habt, dann gerne kommentieren, abonnieren und liken. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte mich ebenso bei Dreamhouse bedanken, dass ich wieder vor Ort sein durfte und natürlich auch bei meinem Technikpartner Asus, die mir dieses wunderbare Sepheris G14 Notebook zur Verfügung gestellt haben. Ein Gaming-Notebook mit einer GeForce RTX 4070 Grafikkarte und einem super starken AMD Ryzen 9 Prozessor und natürlich einem wunderbaren 120 Hz Display, hat eine super Akku-Power und hier seht ihr diese wunderbare Slashbar. Ist auf jeden Fall ein Träumchen, dieses Gerät. Wir haben alle super drauf gezockt, hat Spaß gemacht, hat mich nicht im Stich gelassen und in der Video Beschreibung kriegt ihr einen Link zur Verfügung, könnt ihr draufklicken und dann erfahrt ihr mehr über dieses Gerät. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los. Liebe Leute, sie sind hier. Wer ist es? Guano Apes, Winter, herzlich willkommen. Du, uns freut's auch, in deinem geilen Bus zu sitzen. Ja, ey, tippitoppi, ich habe eure Show gesehen, das war insane. Es war heiß. Ja, abgeliefert, wie Sau. Oh, aber es war wirklich heiß. Aber runter wie Öl. Nee, aber war heiß, aber war geil, ey. Geht runter wie ein Partex. Und wisst ihr, was auch schön war? Dass euer Gorilla, wollte ich fast sagen, dass er sich super in die CI... Welchen meinst du jetzt? Der im Schlagzeug oder der dahinter? Der dahinter noch. Okay. Der hat sich super in die CI eingefügt. Ja, das fand ich auch. So designmäßig. Hast du mal gesehen, dass mein Regenmantel pink war? Wie krass war und das? Und der Affe war auch pink. Ja, das war insane. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Ich drehe mich um, guck so zum Schlagzeug und denk so, wow, das matcht ja richtig geil meiner Regenjacke und dann habe ich sie nicht mehr ausgezogen. Aber ist das nicht ein gutes Gefühl, wenn man hinterher merkt, das war alles noch besser? Es war einfach besser. Es war schon geil. Das Schicksal? Nennen wir es Schicksal? Ey, man muss es kurz dazu sagen. Also ihr habt heute wirklich einen guten Auftritt gespielt. Also eigentlich seid ihr im Feierabendmodus, aber ihr sagt euch, nehmen wir die Scheiße auch noch mit. Wir nehmen Scheiße mit. Absolut. Weil du zockst das ja hier, habe ich gehört. So eine das war schon mal das falsche Spiel. Was willst du denn zocken? Ich habe ja mehr dabei. Also sag nicht FIFA. Splinter Cell? Tom Fischer oder wie heißt er nochmal? Tom Clancy. Dann habe ich das Spiel der Spiele, das haben wir nämlich schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gespielt, da war es noch 2D oder 1D oder so. Apes Oddworld. Oh ja, mit dem Alien, der immer rumfurzt. Der kleine Grüne. Das ist geil. Und das Geile ist, geil. Es gibt eine Neuauflage davon. Ja, stimmt. Und es ist 2,5D. Also es dreht sich im Bild so heiß. Das ist nicht so ganz verwirrend, du hast recht. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Es ist immer noch 2D, aber es dreht sich halt. Also ihr zockt wirklich so? Also ja, naja, Sandra. Ich habe noch die erste Playstation und die zweite. Das finde ich ja richtig ehrenhaft. Ja. Naja, ich darf nur die Drinks holen. Aber dann magst du doch Tony Hawk's Pro Skater bestimmt. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Warte, weißt du was? Pass auf, weißt du was? Alter 4. Alter 4, weg damit. Was haben wir noch? Wir haben noch hier Street Fighter. Da musst du ein bisschen kloppen. Ja. Das ist immer leicht. Ja, das ist leicht. Ja gut, okay. Wollen wir Tennis spielen? Nee, dann lieber Street Fighter. Wollen wir, was haben wir noch? Hier, das ist russische Roulette, das ist auch nichts Gutes für. Nee, oder? Ja, Fußball, aber ist ja Quatsch. Oder Wrestling. Nee, komm, dann spielen wir. Tekken? Ja. Also wenn du sonst nichts hast, dann nehmen wir Street Fighter. Ja, warte mal, oder was habe ich neulich gespielt? Habe ich doch eh nicht da. Was hast du, Minecraft? Ja, aber nee, willst du jetzt ein Plötzchen spielen? Ja, das ist doch geil. So, okay, das Spiel lädt. Lass uns mal die Zeit. Okay. Habt ihr euch eigentlich schon vorgestellt? Also, habt ihr das schon gemacht? Wer bist du denn überhaupt? Sag doch mal. Ja, Stefan. Ja, Stefan. Ich hab nur Hallo gesagt, Garno Apes sind hier. Stefan, was machst du da eigentlich in der Band? Das frage ich mich auch schon seit 30 Jahren, aber... Du nimmst immer noch die Kästchen. Ja, ich bin Trinkhilfe. Und Sandra, ja, die Drinks darf ich mal reichen. Ne? Was machst du, Sandra? Ich tanze ein bisschen auf der Bühne. Ja. Tänzerin. Ich bin Tänzerin. Ey, ihr seid Legenden und es ehrt mich, dass ihr da seid. Finde ich richtig schön. Du hast uns mit dem Bus, hast uns gekriegt. Ja. Wirklich so? Ja. Ja. Wir haben den hier gesehen und dachten so, wow, was ist denn das für ein geiler Bus hier? Ja, ist mega. Das Licht ist ein bisschen grell, muss ich sagen. Ja, aber das ist schöner für die Haut. Ja. Mir ist ja wichtig, dass ihr alles schön rüberkommt. Oh. Und deswegen machen wir es richtig grell. Es ist quasi das natürliche Puder. Ja, schön. Okay. Ja. Also gut, bevor wir das Spiel jetzt starten, weil es lädt gerade noch runter, mache ich es dir ganz einfach. Wir machen jetzt hier kein Interview, wir machen nicht, ich bin auch kein Musikjournalist, ich habe da auch keinen Bock drauf. Das müsst ihr ergänzen, wenn ihr wollt. Ich fange ganz easy an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Katzen oder Hunde? Katzen. Immer eine Katze auf deinen Hund. Nein, never. Doch. Strand oder Berge? Strand. Oh, was sagst du denn? Immer Strand. Pizza oder Burger? Pizza.
süß oder salzig? Das gefällt mir, das Interview. Ja, wir machen es ganz einfach. Wir machen es super simpel. Ey, ganz mal ehrlich, es hat auch keiner Bock, immer die gleichen Stories zu machen. Ja, ich finde es, also man muss auch nicht viel denken jetzt. Deswegen ist das auch daran. Und weißt du, ich denke auch so TikTok-mäßig, es kann ja keiner mehr sich konzentrieren. Ja, absolut. Dann kommst du mit der echten Antwort, gibst dir Mühe und dann guckt dich das keiner an, weil alle wegskippen. Weißt du, wen interessiert das? Interessiert keine Sau. So, machen wir weiter. Pizza. Pizza, Burger? Pizza. Pizza. Lieber anrufen oder hier WhatsApp? WhatsApp. Ja, WhatsApp. Sind wir jetzt mal ehrlich. Anrufen war gestern. Anrufen ist Mama irgendwie so. Ja, ne? Anrufen muss mal sein, so Pflicht, ne? Ja, das. Bücher oder Filme? Ach, leider Filme, wenn ich ehrlich Bücher. Bin. Wirklich? Ernsthaft? Bist du so ein Fleißmann? Na, was heißt denn mit Fleiß? Na, ich finde, also für mich ist Lesen anstrengend. Ernsthaft. Ich kann ein bisschen lesen, nicht immer gut, aber ich finde es anstrengend. Kannst du das Ich habe mir versehentlich mal zwei Bücher gekauft, also zwei gleiche Bücher. Du auch. Ich hab, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich das eine schon hatte. Ich habe es nicht gelesen, habe mir dann nochmal Edward Snowden gekauft. Wirklich. Und dann auch nicht gelesen. Halb gelesen. Als er dann anfing mit den Adressen seiner Familie wegen Sicherheit, dachte ich mir, nein, das ist mir zu too much info. Ach, okay, ciao. Ja, ciao. Nee, dann. Ciao, Kakao. Du hast aber viele Bücher. Ja. Hast du ein Favorite? Das Lieblingsbuch, kann man das so sagen? Gibt's das überhaupt? Harry Potter. Gerade nicht. Ja? Nein, nein. Doch, okay, das Café am Ende der Welt. Okay, dann lieber Gryffindor oder Slytherin? Eine Frage. Boah, das ist aber hart jetzt. Ja, also gerade zocke ich Harry Potter, Hogwarts und jetzt zocke ich, erst habe ich Gryffindor als Gryffindine gezockt und jetzt bin ich Slytherine. Aber das ist ein gutes Spiel. Ich finde es auch. Und die Musik. Ich muss nur beim Geschirrwaschen schon die Musik anhaben. Ja? Also läuft schon. Und ich denke so, oh, ich bin direkt in Hogwarts. Ey, ich habe, glaube ich, alle hier unterschätzt. Vor allem dich. Ich habe hier nur Spiele, die so richtig low, casual Bullshit sind. Und du spielst ja die echten Spiele. Was sind denn low? Ja, ich spiele richtige Spiele. Ja, nicht so Quatsch. Ich drücke nur ein paar Knöpfe auf die Fresse. Nein, du willst eine Story haben und so. Du kannst ja nicht mit mir jetzt Hogwarts. Du kannst mit mir jetzt nicht nach Hogwarts. Das geht ja auch nicht. Wir müssen ja hier auch ein Interview machen. Okay, gehen wir mal direkt jetzt auf die wichtigen Fragen. Ja, los. Bitte. Hier, pass auf, Apple oder Samsung? Apple. Leider Apple, aber ich verfluche es täglich. Ja, gibt es nicht so ein neues Mac, was so No-Name ist, was man auseinanderbauen kann? Ja, Fairphone heißt es. Ja, das würde ich gerne das mal ausprobieren. Das ist geil, da kannst du alles ausbauen, Kamera ausbauen. Deine Kamera hat das. Finde ich super geil. Was kostet das? Ja, um die 400 habe ich gezahlt. Oh, das geht 275 oder so, ja. Geil. Ja. Also kannst jetzt nicht damit streamen oder so, ne? Das, glaube ich, sollte man nicht machen. Okay. Aber die wichtigen Sachen kann man. Genau, also telefonieren, WhatsApp, Banking, Online-Banking. Sowas Online-Banking, das geht. Wieder was gelernt. Ist das schön? Danke. Das ist einfach mal ganz locker reden hier. Ja. Bowling oder Minigolf? Minigolf, was ist das für eine Frage, ey? Ich bin Kroatin, ja? Also da wächst du auf am Strand, am Meer und hast überall Minigolfanlagen. Wirklich? Also ich schlage ungelogen jeden beim Minigolf. Jeden. Das macht mir Angst, aber irgendwie ist es auch toll. Jedenfalls. Würde ich so drüber reden, das ist wirklich erschreckend. Ich habe mir schon überlegt, bei uns im Garten eine Minigolfanlage hinzubauen. Nur für mich, weil ich das so vermisse. Bei deiner Mutter oder wo? In meinem Garten? Ach so, auch noch. Weil bei meiner Mutter geht es nur bergab, da kann ich gar kein Minigolf. Was sagst du, Minigolf oder Bowling? Stefan? Bowling macht auch Spaß. Gehen wir auf Backwaren. Das ist, glaube ich, noch eine Sache. Backwaren? Ja. Gehen wir auf Backwaren. Hier Pfannkuchen oder Waffeln? Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen. Also Palatschinke. Ja, was ist das beste Backprodukt? Das beste Backprodukt? Ja. Das ist jetzt fies, ey. Also meine Apple Pie ist schon mal geil. Ja, oh wow. Croissants aber auch. Croissants. Richtig Croissants. Ja, schön butterig. Ja. Okay, dann die Frage, die sich die Leute draußen stellen. Okay, wenn ihr jetzt so Backprodukt-Fans seid, was ist denn das beste Frühstück? Für die Guano, ey, das beste Frühstück oder für English dich? English Breakfast. Also leider Würstchen und so? Oder Bohnen? Baked Beans? Ich habe das Vollprogramm. Heute Morgen habe ich angerufen im Hotel und meinte so, ich hätte gerne English Breakfast. Tut mir leid, wir haben nur Zitronentee und Kamillentee. Also die wusste nicht genau, was ich meine. Oh nein, das muss ich nur mal erklären. Aber ja, English Breakfast finde ich schon ziemlich lecker morgens. Ja, das verstehe ich aber. Ja gut, leider wirst du es ja nicht jeden Tag haben. Man sollte es nicht essen, tatsächlich. Aber Toast ist auch geil. Ja, was isst du denn gerne? Danke, dass du fragst. Ja. Ich esse sehr gerne Waffeln zum Frühstück, wenn es die mal gibt. Ich liebe das. Oder auch einfach mal. Machst du selber?
Ich komme aus der Bäckerei. Ist jetzt Ach so, deswegen fragst du. Nee, mein Bruder ist das und mein Papa. Und ich komme aus einer Dynastie. Und ich bin richtig froh, sage ich euch ganz ehrlich. Ich liebe Backen, aber ich bin froh, dass ich diesen Familienbetrieb nicht führen muss. Ja, das ist Hölle. Das ist schon hart, ne? Sondern der hat nicht ein bisschen... Ja, wir reden nicht mehr miteinander. Scheiße. Alles gut, alles gut. Das heißt, du kannst aber Croissants backen. Ja, Croissants. Ja, klar. Und Torten und so. Also richtig Torten? Ja, easy. Komm, alter Hut. Ist ja geil. Backt ihr gar nicht? Ich kann Torten backen. Backt ihr gar nicht in eurer Freizeit? Doch. Nein. Ab und an mal? Nein. Also Stefan gar nicht. Nein, ich kann nicht backen. Stefan kann gar nicht kochen, sagt er immer. Kannst nicht? Stefan, willst du gegen Sandra kämpfen? Das finde ich irgendwie witziger. Ja, dann mach ich das. Ich möchte so richtig einen reinhauen, Stefan. Ich hätte das irgendwie besser. Ich kann gar nicht. Warte mal, wo bin ich denn hier? Freya geht gar nicht. Warte mal, nimm mal die hier zum Auswählen. Wer ist denn richtig? Du bist halt blau. Ich bin blau. Ich bin blau, auf jeden Fall. Ey, die sind alle super, natürlich. Ich sag mal so. Ich will der da so. Du kannst bei Street Fighter auch mit der guten alten Ich hau auf die Tasten. Ja, muss. Methode. Weit kommen. Auf was anderes wird es nicht drauf. Oh, der sieht doch geil aus. Alter, da will ich wer anders sein. Nö, nö. Okay. Also, Stefan ist Luke, Sandra ist Blanka. Alter, Blanka reißt aber den Kopf weg, so richtig. Ja. Ich hab keine Chance. Dieser Move ist aber so. Ihr müsst euch auch so ein bisschen hier ankabbeln. Das gefällt mir. Ja, das war gut. Ich komm gar nicht dazu. Ja. Naja, aber es steht oben nicht. Es ist ziemlich ausgeglichen, sage ich euch. Sage ich auch hier jetzt, ganz ehrlich. Ja, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Oh, Scheiße! Ich drücke irgendwas. Oh, jetzt aber kommt der. Ein Zentimeter noch. Oh. Best of three. Wer hat denn wen jetzt K.O. geschlagen? Ja, also. Oh, das ging aber schnell. Es gibt ja noch weiter. Sorry, tut mir leid. Also best of three, ne? Also. Jetzt gib mir doch mal eine Chance. Runde 1. Nein, warum sollte ich? Alter, was ist das für ein Move? Ihr müsst schon real spielen hier, das finde ich schon gut. Die Leute, die das sehen, wollen das auch, dass ihr real spielt. Der hat Crow. Du reißt mir den Kopf ab. Aber du mir auch. Das kann nicht mal ich so schlecht. Ich versuche hier schön die Fußarbeit. Also ich finde das der beste. Was machst du denn? Drück mal Kreis. Eine hier, ja. Und nochmal Kreis. Und geht's weiter. Ja, zu viel, das war zu viel Ausrastung, weißt du? Ja, jetzt. Oh, jetzt hat er mich aber. Guck mal, jetzt hat er mich. Nee, ich bin schon wieder K.O. Ja, wobei, Blanka hat. Guck doch mal da oben. Blanka ist gleich auch down. Ja, dann hau drauf. Blanka ist gleich down, sag ich dir. Scheiße. Hau drauf, jetzt noch zweimal draufhauen. Blanka ist gleich down. Ja. Nein. Scheiße. Wow, nee, du warst es. Das war ganz knapp. Das war das größte Coming Back in der Geschichte der Videospiele. Das war wirklich knapp. Glückwunsch. Du musst ja morgen noch Bass spielen, deswegen. Glückwunsch. Wie gut war's? Spielerin, muss ich schon sagen. Wie gut war's, oder? Ja, jetzt mal zocken im Auto. Gibt's Schöneres. Ist ganz geil. Ja. Was hast du denn in deiner Freizeit immer? Ja, eigentlich ist es mein Job tatsächlich. Ja? Ja. Aber in meiner Freizeit backe ich ja, weißt du ja. Ich liebe Videospiele, ich finde es geil. Ich mag Musik und ich mag Videospiele und ich mag Bands, ich mag euch. Und ich habe gedacht, wie kannst du das verbinden? Ja, keine Ahnung haben über Musik, aber einfach locker ein bisschen reden. Ja, das reicht. Anscheinend hast du ja Ahnung von Musik, sonst würden wir ja nicht das kleine. Ich dachte, größer ist besser. Ist das falsch? Ist das falsch? Ich weiß nicht. Nein, alles gut. Ey Leute, wo... Ist das schön ausgestattet. Wann sehen wir euch nochmal? Wie kann man... Übermorgen. Übermorgen. Und sonst sind wir auf Tour, glaube ich, im Herbst. Ja, ab September geht's los. Bei allem, weil es schon alles fast ausverkauft. Ja. Kommt ihr nach Hamburg? Ja. Auf jeden Fall. Ist aber ausverkauft. Da gibt's dann die Revanche. Ich habe ein wunderbares Studio, kommt gerne rum, ich lade rein. Wir regieren das alles, ja? Okay. Oder ich komme mit dem Auto. Dann würden wir dich natürlich auch einladen. Ja. Ach so, ja, das ist fantastisch. Ja, super. Dann bringe ich eine Torte mit. Oh. Ja. Wow, ja, das ist ein Wort. Leute, ehrlich, vielen, vielen Dank. Ja. Das hat Spaß gemacht. Danke dir auch. Alles viel Liebe. Spaß noch. Leute, Guano, check die ab, ja? Viel Spaß noch. Juhu. Tschüss.